So, Alexander ist jetzt von der Schule gekommen. Was denn? Ja, einen habe ich, genau, ich habe gar nicht mehr gevloggt. Also, einer wurde abgeholt, Schatz. Und das andere wird jetzt auch abgeholt, die Tage. Und dann kommen neue Regale dahin mit den Boxen, ne? Macht die Mama noch die Tage. Guck mal, Schatz, das kannst du gleich aufmachen. Mach erstmal die Türchen, weil das sind die Geschenke von den Abonnenten. Da hast du heute auch was zum Auspacken. Aber pack erstmal hier aus. Was ist denn das hier so dunkel? Mach mal eben ein bisschen heller. Jupp, jetzt haben wir genug Licht. Was suchen wir denn? Die zwei. Dann mach mal auf, die zwei. Das ist jetzt der Hot Wheels, ne? Nein, Lego. Ach so, der Lego. Nee. Ein Männchen? Er ist der Polizist. Ja, hier kannst du den auch sehen. Und wie war die Schule heute gut? Hä? In der Hand hält er das Werkzeug. Warum hat er immer so Werkzeuge in der Hand? Das ist ein Vielleicht, Polizist. das ist ein Polizist, vielleicht will der was reparieren. Nee. Ja, dann mach mal die nächsten auf. Da. Da. Such mal die zwei. Dann kannst du direkt naschen. Ach, da. Ja, da. Schokoladentafel. Zeig mal. Ding. Kinderschokolade. Okay, und mach mal hier noch auf. Zwei. Da. Warte, Mama hat längere Nägel. Warte, ich habe längere Nägel. Ich hab schon. Ein Schlitten. Ein Schlitten, ne? Okay. So, und guck mal, Alexandro. Die Abonnenten haben dir auch Geschenke geschickt. Hier hast du einmal eine Schokolade. Die ist für dich. Und dann lies mal hier, was hier steht. Alexandro. Für Alexandro. Was noch? Von Danis Eifestuhle. Pistole. Das ist Englisch. Danis Lifestyle Kitchen. Dann mach mal auf, Schatz, was so drin ist. Bin ich mal gespannt. So Bücher. Ja, was steht denn drauf? Was sind denn das für Bücher? Europa. Weißt du, was Europa ist? Wir leben in Europa. Deutschland ist in Europa, Griechenland ist in Europa. Und das andere Buch? Türme. Türme? Türme. Cool. Für Aloy. Für den Für den kleinen kleinen Konstrukteur. Hä? Ich glaube, das könntest du nicht lesen. Das ist zu schwierig für dich. Bin ich das oder wie? Ja, ist ein Konstrukteur. Hä? Ach, da ist ja noch mehr dran. Losrasten. Ja, das habe ich schon. Das habe ich aber. Echt? Ja, das habe ich, aber das kann man nur Zusammenbauen. muss man alleine so. Kann man alles kaputt machen. Metallkonstruktion. Kann es in echt fliegen? Metallspielzeug. Nee, in echt kann es nicht fliegen. Hier ist auch noch was drin, ne, Mori? Was steht da drauf?
für Alexandro. Ja, dann? Jetzt kann ich wieder nicht lesen. Für Alexandro zum Spielen. Okay. Okay. Auto? Wow. Was haben wir da? Hot Wheels Autos. Hot Wheels Autos. Mein Daumen ist dringend. Drache. Cool. Und hier hast du auch noch etwas? Bestimmt eine Schokoladentafel. Eine Schokoladentafel. Ist wirklich. Guck mal die Form. Ja. Aber nur ein Paket. Eine Schokoladentafel. Von Milka. Dann sag mal Dankeschön, Dani und Christina. Dankeschön, Dani und Christina. Dankeschön, Dani und Christina. Hast du dich gefreut? Ja, ne? Das war ganz lieb von denen. Ja, Schatzi, dann. Mein Gesicht ist versteckt. Jo. So, Tisch Nummer 2, ne? Mhm. Was mache ich hier gerade kaputt? Lass mich raten, Nüsse? So. Nee. Jetzt nochmal raten. Hm? Nochmal Chips? Nein. Das weiß ich nicht. Knickknacks? Nein. Katzenfutter? Popcorn. Popcorn, Mikrowellenpopcorn. Süß. Genau wie ich es mag. Und wir haben gerade. Die eine Juwelkerze, da haben wir den Schmuck entdeckt. Kannst du das mal aufmachen? Also eigentlich war das nie in so einem Döschen, das war immer in so Plastik eingepackt. Kriegst du das auf? Nicht so wirklich, ne? Ja, so müsste es doch gehen, oder? Sonst nimm hier eine Serviette, soll ich dir eine geben? So. Wer sich das ausgedacht hat. Ja, war das einfacher mit diesem Plastik. Und Alufolie. Wie sollen wir das aufkriegen? Ich hoffe, das lohnt sich. Der ganze Aufwand. Also man sieht ja schon, was da drin ist. Hm? Denke ich mal. Meinst du? Ja, warum sollten die da... Oh. Weil das auch auf den anderen Kerzen abgebildet ist. Ach so. Also. So geht das. Oh, mir tut das schon weh an den Nägeln, wenn ich das sehe. Hä? Soll ich mal versuchen? Ja, versuch mal. Also meine weichen Nägel sind immer umgeknickt. Vielleicht muss man das auch einfach nur drehen. Nägel! Man musste das doch einfach nur aufdrehen. Ja. Okay, also... Ich wollte schon sagen, ein Messer nehmen und dann aufbohren. Das ist... ein Elefant. Weil das ist die Kerze Waldafrika gewesen. Wir haben übrigens gerade Heringsfilet gegessen mit Kartoffeln. Ist das ein Armband? Ja, ne? Ein Armkettchen. Guten Morgen! Was ist heute, Alexander? Welcher Tag? Hey, guck mal, der Bild ist so rum, aber der das Kalender Bild. Ist ja. So rum. Falsch rum. Welchen Tag haben wir heute?
Donnerstag. Genau. Heute ist der 3., ne? Nee, der 2. Nee, gestern war der 2. Gestern haben wir die 2 aufgemacht. Okay, der 3. Aber nicht geraten. 14? Ich hab's, das ist was Größeres. Da oben, in der Mitte. Ach da. Mhm. Ich bin so blind, das ist Silber. Ja, musst du den kaputt machen. Was ist das? Eine Rampe. Eine Rampe, okay. Dann mach mal den Lego. Hier ist die 3. Ey. Was hast du da drin? Irgendwas zum Aufbauen. Da bin ich noch vor der Schule. Und dein Schokokalender? Ganz unten links sehe ich die 3. Hallo, ich habe gesagt, nicht verraten. Ich dachte, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn heute haben wir schon halb neun. Ja, wir haben jetzt schon 9:30 und Alexandra hat um 5 Uhr heute Schule. Was hast du drin? Ach, Schokobons. Krieg ich einen? Dankeschön. Was hast du denn heute für Unterricht? Hm? Was hast du heute in der Schule? Guck mal auf deinen Stundenplan. Unter Donnerstag. Deutsch, Mathe, Sport und noch das. Ach so, was ist das? Da müssen noch Kinder arbeiten. Da müssen Kinder arbeiten? Das ist so cool, Alexandro. Da müssen Kinder arbeiten. Ja, noch lernen. Lernen, okay. Ja, guten Morgen. Gestern hat er mir gesagt, dass er im Religionsunterricht nicht teilnimmt. Da muss ich auch nochmal mit der Lehrerin sprechen. Wieso? Also, der ist ja Christ. Also, ich war ja auch, also er ist orthodox getauft. Das ist ja, glaube ich, eher zu evangelisch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber der kann ganz normal im Religionsunterricht mitmachen. So, ja, ich würde sagen, wie viel Uhr haben wir? 8.30 Uhr. Noch 5 Minütchen. Dann fahre ich in die Schule. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gestern gezeigt habe. Erstmal zeige ich euch meine Corona-Nägel. Ich konnte nicht mehr. Guckt euch das bitte an. Gestern sollte ja jemand kommen, mir die Nägel hier zu Hause machen. Ist nicht gekommen und ich habe es nicht mehr ausgehalten, diesen langen Nägeln. Deswegen habe ich die abgeschnitten. Konnte nicht mehr. ja, und jedenfalls habe ich hier ein Merci bekommen für den Adventskalender. Da steht Danke für den tollen Adventskranz. Ich sage immer Adventskalender. Adventskranz. Die Klasse 2a und Frau Küppers. Und hier muss Alexander mal ein bisschen weitermachen, damit er die Addition und Subtraktion noch einmal üben kann. Minimax haben die. Ja, da hat er ein paar Seiten, die er noch nicht fertig hat. Und eine Taschenlampe braucht er für die Schule, weil er so Schattenspiele, die machen so Schattenspiele. Von wem hast du die Taschenlampe? Ja, nie. Dann tu die mal wieder in die Tasche rein, Schatz. Wir müssen jetzt auch los. So, Kind ist in der Schule. Und ich mache mir jetzt einen Toast. Ich habe nämlich heute Morgen, bin ich ein bisschen eher aufgestanden. Und habe eine Thunfischcreme. Oh mein Gott! Diese Kamera, Alter! Ich schwöre, irgendwann müsst ihr zusammenlegen für mich und mir eine neue Kamera holen. Ah, jetzt fokussiert sie wieder nicht. Moment. So. Hallo? Wie viele Finger sind das? Ja, gucken Sie bitte einmal nach links, einmal nach rechts. Folgen Sie bitte meinem Finger. Ja, alles gut. Sie sind gesund. Sie können weiterarbeiten. Alter, ehrlich, ey. Jedes Mal fällt die runter. Schon wieder? Was ist denn los hier? Mein
Gott, nochmal. Ich glaube, ich werde ihn nicht lange haben. Naja, jedenfalls esse ich jetzt einen Toast mit einem Ei. Und ich habe Thunfischcreme gemacht. Mit Thunfisch, Petersilie, Zwiebel, Paprika und Remoulade kommt da eigentlich rein. Aber ich hatte jetzt keine Remoulade. Salz, Pfeffer. Ich habe da einfach diese Creme jetzt reingemacht. Schmeckt auch gut. Die war in der Brand News Box drin. Von Hohmann Snacksoße, eine vegane. Die ist echt lecker. Ja, und gleich öffne ich die Türchen. Oh, ich habe irgendwie Schmerzen an den Armen. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich Schmerzen an den Armen habe. Ich dachte mir die ganze Zeit, habe ich irgendwas getragen? Ja, habe ich. Gestern kam doch eine, die hat... ich habe euch doch gesagt, ich habe die Schränke von Alexandro, die Regale verkauft. Und gestern kam eine total unorganisiert alleine und wollte beide Regale holen mit einem kleinen Auto. Und ich habe ihr gesagt, die werden nicht reinpassen, ne? Sie so, ja, bringen wir erstmal einen runter und gucken. Nicht mal der eine hat ganz reingepasst. Gut, dass ich noch so ein Seil im Auto hatte und ihr den Kofferraum zugebunden habe. Die war so unorganisiert. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will nur den einen haben. Ich so, nee, sorry, verkaufe ich nur beide zusammen. Und jetzt werde ich den bestimmt nochmal hochschleppen. Ja, dann habe ich jetzt das Geld genommen. Ach, war jetzt auch nicht viel, 30 Euro für die beiden Schränke. Aber besser als auf dem Sperrmüll, ne? Habe ich Alexander in die Spardose auch direkt gepackt. Was soll ich sagen? Genau, dann habe ich hier gesagt, ich bin immer hier. Egal, wann Sie können, kommen Sie vorbei und holen den anderen, das andere Regal auch ab. Jetzt haben wir uns halt so geeinigt, dass die bis Freitag nochmal kommt und das andere Regal auch noch abholt. Ja, und dann ist das endlich frei. Und denke ich mir mal, Wochenende hole ich dann das Regal von Ikea, wovon ich ja im letzten Vlog gesprochen habe. Boah, diese Creme ist so lecker, Leute. Die müsst ihr echt mal nachmachen. Wenn ihr Thunfisch mögt. Wirklich sehr, sehr lecker. Kann man auch zu Silvester machen. Also, wisst ihr schon, was ihr am Silvester macht? Ich meine, dieses Jahr ist das ja echt mies. Man kann ja nichts machen, ne? Also denke ich mir mal mit Familie zusammen verbringen, oder? Schreibt es mal in die Kommis. Würde mich mal interessieren. Ja, ich werde Silvester wahrscheinlich mit Ermin verbringen. Alexandro wird bei Papa sein. Weihnachten ist er bei mir und Silvester beim Papa. So, ihr Lieben, und heute verlose ich ein Buch. Das heißt Lotte, träumst du schon wieder? Das ist ein Kinderbuch. Und hier geht es darum, wenn die Kinder ja mal rumtrödeln oder ja... träumen, rumträumen. Es geht um ein 10-jähriges Kind, ja, was so ein bisschen in der Traumwelt lebt. Und es geht um Hausaufgaben, Tests, schlechte Noten und die Vergesslichkeit. Und ja, es geht halt um Kinder, die in die Schule gehen. Dieses Buch verlos ich. Wie ihr es gewinnen könnt, seht ihr unten in der Infobox. So, Brand News Adventskalender, Türchen Nummer 3. TikTok X-Fresh Cherry Menthol. Schmecken ganz gut. Die habe ich letztens schon in der Brand News Box gehabt. So, dann gucken wir mal in der Goodie Box, wo die 3 ist. So. Multibalm. For dry skin and lips. Okay, also es ist ein Balsam fürs Gesicht und für die Lippen, also trockene Lippen, trockenes Gesicht mit Arganöl und Olivenöl. Das hört sich ja ganz gut an. So, dann Ermins Adventskalender. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Red Bull ist. Moment, ich muss einmal hier rausholen. Gleich mal eben hier ab. Es ist ein Red Bull. Dankeschön. So, und dann haben wir noch das Rubbellos. Ich
denke heute immer, ich muss die 4 öffnen, aber heute ist der 3. So, dann rubbel ich mir mal ein heute. Das wäre doch mal krass, ne? Wenn ich jetzt hier vor der Kamera irgendwie voll viel Geld gewinnen sollte. Verdingens. Hey Leute! Ich habe 50 Cent gewonnen! Wuhu! Yay! Ich habe 50 Cent gewonnen! Was für ein Mist, ey. 50 Cent. Ja, ich freue mich. Naja, wenigstens habe ich was gewonnen. 50 Cent. Trotzdem freut man sich. Ist ja cool irgendwie, ne? Wenn man was gewonnen hat, egal ob 50.000 oder 50 Cent. Naja, gut, 50.000 würde ich mich eher freuen, aber 50 Cent ist auch was Süßes. Let's go.